Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zu einem super tollen Let's Show von Pokémon Y. Und zwar geht es bei Let's Show darum, ich zeige euch ein Spiel und kommentiere dazu. Das Ganze hat aber keinen Charakter, dass ich das Spiel von Anfang bis Ende durchspiele. Nein, Let's Show heißt einfach nur, lasst uns etwas zeigen. Und das mache ich jetzt mit diesem Spiel. Das ist Pokémon Y, ein neues Spiel von Nintendo. Und ich habe mir gedacht, das zeige ich euch jetzt mal mit Digitalkamera, weil ich finde, das ist die beste Art und Weise, um sowas zu zeigen. Und dann starte ich jetzt einfach mal. So 3DS. Das ist ein Spiel für den 3DS. Das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Das ist das Intro. Ist sehr schön. Drücke Start und das machen wir jetzt dann auch mal. So, ich musste jetzt an dieser Stelle nochmal cutten, weil der Ingame-Sound so laut war und man mich jetzt gar nicht gehört hat. Ich starte jetzt das Spiel nochmal. Ich bin schon ein bisschen vorangeschritten. Ich habe den ersten Orden, habe ich jetzt schon geholt. Und das ist jetzt also mein Charakter. Der sieht aus wie ich. Nur, dass er noch eine Mütze auf hat. Und ich renne jetzt hier einfach mal lang, beziehungsweise ich habe Inline-Skates. Mit denen kann ich voll schnell hier langfahren, wenn ich das will. Und da hinten ist jetzt so ein Schloss. Da sind Leute drin. Voll reiche Leute, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir mit Pokémon so viel verdienen können. Und ja, ich gucke jetzt einfach mal hier im hohen Gras. Vielleicht sehen wir ja mal ein Pokémon. Also das Gras hier ist so hoch, dass man sich auch gut darin verstecken kann. Und dann haben bestimmt auch viele Pokémon da drin Platz. Und jetzt haben wir ein wildes Visor. Das werden wir jetzt angreifen. Mit meinem Porenta werde ich das jetzt mal angreifen. Und ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen vier Attacken. Nämlich Schlitzer, Windschnitt, Schwerttanz und Aeroass. Und ich werde jetzt einfach mal hier, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kann ich den Schlitzer einsetzen. Und dann setzt er, oh, er setzt Ruckzuckhieb ein, das heißt, er greift zuerst an. Es war sogar ein Volltreffer, was jetzt nicht so schön ist, aber dadurch, dass wir den wesentlich höheren Level haben, konnten wir dann doch mit Schlitzer diesen Kampf gewinnen. Und das ist auch gut so. Ich habe jetzt hier noch den EP-Teiler drin, das bedeutet, alle Pokémon aus meinem Team bekommen jetzt auch noch Erfahrungspunkte. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir wollen sie ja alle aufleveln. Also wenn wir jedes einzeln trainieren würden, dann würde das ja viel zu lange dauern. Und das will ich ja dann auch nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier auf der Route schon alle Trainer besiegt. Sonst würde ich euch mal einen Trainerkampf zeigen. Das hier ist ein Psiao. Es ist, jetzt bin ich doch fast ausgerutscht mit der Kamera. Entschuldigt bitte. Das hier ist ein Psiao. Das ist, so eine Psychokatze, also so ähnlich wie mein Kater, also der Yari. Der ist auch voll Psycho. Und ich zeige euch jetzt mal hier die Attacke Windschnitt. Ich hoffe, das hat man jetzt gesehen. Und ist eigentlich ganz cool, dieses Spiel, muss man sagen. Also so die Grafik und so, das ist wirklich vom Allerfeinsten. Tut mir jetzt auch nur leid, dass ihr keinen Ingame-Sound hat, aber sonst versteht man mich ja nicht mehr. Aber ist, denke ich, auch nicht so schlimm. Weil es kommt ja sowieso mehr darauf an, euch das Spiel ja zu zeigen. Let's Show, es ist ja kein Let's Hier, sondern ein Let's Show, ein Let's guckte mal. Und ein Miraplan. Das ist jetzt sehr gut, weil wir haben ja das Porenta noch drin. Das ist sehr effektiv, wenn es eine Flugattacke einsetzt gegen dieses Pflanzen-Pokémon Miraplan, was ja auch schon seit der ersten Generation drin ist. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal hin. Ich kann jetzt zurück, Moment, so, und kann jetzt hier Pokémon auswählen. So, und jetzt habe ich hier meine ganzen anderen. Ich kann jetzt hier leider Shiggy nicht einsetzen, den ich liebevoll Schickler getauft habe. Stattdessen setze ich jetzt einfach mal Jungglut ein. Das ist so ein komischer Hahn. Der kann treten. Und ich zeige euch mal, wie er treten kann.
Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, oh, jetzt sitzt Mirabla-Säure an. Das macht er, weil jetzt haben wir ja eine Runde dadurch verdattelt, dass wir das Pokémon gewechselt haben. Deswegen durfte Mirabla zuerst angreifen. Und jetzt kann ich mit Jungglut, kann ich auch, wie der Name schon sagt, Glut einsetzen. Und das machen wir jetzt mal. So, das ist sehr effektiv. Damit haben wir Mirabla besiegt und 138 spezielle Erfahrungspunkte bekommen, weil das ist ursprünglich ein Flemli gewesen, was wir durch den Kauf des Spiels, da war da so ein Code bei, womit wir ein Flemli freischalten konnten. Deswegen enthält der spezielle Erfahrungspunkte. So, ich düse jetzt hier mal weiter. So, da konntet ihr noch mal kurz die Musik genießen. Ich düse jetzt mal hier in die andere Richtung. So. Und dann gucken wir mal in diese Richtung. Über die Brücke. Kennt ihr den grummeligen Troll? Das habe ich jetzt gerade, darauf habe ich gerade angespielt, indem ich Brücke gesagt habe. So. Aufgepasst. Und das ist jetzt ein Flabbebe. Ein Flabbebe. Und ein Flabber. Entschuldigt, ich bin ein bisschen durchgedreht gerade. Machen wir jetzt einfach mit Schlitzer kaputt. So. Ich hätte euch wirklich gerne noch einen Trainerkampf gezeigt, aber ich glaube, dafür reicht mir jetzt die Zeit nicht mehr. Das ist auf jeden Fall Pokémon Y. Ich kann jetzt natürlich noch eine Sache euch zeigen. Und zwar ist das mein Team. Genau. Ich zeige euch jetzt mein Team. Wird hier unten angezeigt. So, da habe ich also einmal einen Tauboga auf Level 23. Moment, so. Dann haben wir noch Jungglut auf Level 27. Shiggy, was ich Schickler getauft habe, ist leider besiegt worden. Hat, glaube ich, Level 25 gehabt. Rentata Level 28. Pikachu Level 21. Und Igastanisch sogar Level 25. War mein Starter-Pokémon Igastanisch sogar. Rentata habe ich von einem anderen Trainer eingetauscht. Ist mein stärkstes Pokémon mittlerweile. Ist so auch ganz cool so. Mag ich, weil es hat eine Lauchstange in der Hand und kann damit zukloppen. Ich fand das immer witzig. Und ich bin ja ohnehin so ein Retro-Spieler und das ist ein Pokémon aus der ersten Generation. Und von daher fand ich das ganz gut. Das hier ist ein altes Ehepaar, das haben wir schon besiegt. Oh, greift es uns an? Oder ist das ein wildes Pokémon? Ich glaube, das ist ein wildes Pokémon. Oh mein Gott, ein wildes Parfi. Ein wildes Parfi. Da zoomen wir. So, jetzt dürftet ihr es unheimlich gut erkennen können. Alles andere würde mich sehr wundern. Und dann will ich mich auch schon aus diesem Let's Play verabschieden, aber aus diesem Let's Show meine ich, aber nur mit der passenden Hintergrundmusik noch. Moment.